Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Livestream, Gruß auch an die Sicherheitsesoteriker. Am 8. April dieses Jahres sprach der Europäische Gerichtshof von Bürgerrechtlern lange erwartetes Recht. Und, liebe Kollegen von der SPD und CDU, Überraschung, die Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig. Sie ist ein Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Ich zitiere das Gericht mit Erlaubnis der Präsidentin, von großem Ausmaß und besonderer Schwere. Ende des Zitats. Und der EuGH erteilte dann auch der Nutzung der Daten für die Kriminalitätsbekämpfung eine klare Absage, Herr Lohn. Das Urteil unseres höchsten EU-Gerichts zeigt, nicht wir, die Bürgerrechtler, die Verfechter von Grundrechten, wir Freunde der Privatsphäre, nicht wir lagen falsch, sondern diejenigen, liebe CDU und SPD, die entgegen wichtiger Grundprinzipien unseres Rechtsstaats eine anlasslose und undifferenzierte Massenüberwachung der Gesellschaft beschlossen hatten. Der Europäische Gerichtshof hat die Richtlinie regelrecht auseinandergenommen. Sie war unverhältnismäßig, stattdessen regierte im Text ein Überwachungsfanatismus und eine Blindheit für objektive und zielgerichtete Ermittlungsarbeit. Lesen Sie sich das Urteil durch, dann werden Sie feststellen, dass der Europäische Gerichtshof an vielen, vielen Stellen das Fehlen objektiver Kriterien verurteilt hat. Die Hardliner predigen aber, wir haben es eben wieder erlebt, entgegen besseren Wissens immer noch, wir bräuchten eine Vorratsdatenspeicherung. Nein, wir brauchen eine zielgerichtete und verhältnismäßige Polizeiarbeit. Wenn berechtigter Verdacht besteht, dann sollen die Ermittlungsbehörden notwendige und verhältnismäßige Befugnisse erhalten. Aber auch nur dann. Jedwede Forderung nach einer Vorratsdatenspeicherung hingegen ist demokratiefeindlich, grundrechtsfeindlich, ein Verrat an Grundgesetz und der Europäischen Grundrechtscharta und letztlich ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Wir wollen keinen Überwachungsstaat. Meine Damen und Herren, ihr Sicherheitsesoteriker, die Vorratsdatenspeicherung ist tot. Der Europäische Gerichtshof hat zu Recht der Vorratsdatenspeicherung den Todesstoß versetzt. Jetzt müssen wir einen schnellen und überdeutlichen politischen Abgang bereiten. Wir brauchen eine klare Absage an dieses rechtswidrige Instrument und eine deutliche Zusage für die Grundrechte unserer Bürger. Deshalb unterstützen wir hier das Anliegen der FDP und stimmen ihrem Antrag zu. Eine wichtige Sache fehlt uns allerdings in dem Antrag, und deswegen haben wir einen Entschließungsantrag eingebracht. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in Brüssel forciert wurde. Obwohl sich der Bundestag in seiner 15. Legislaturperiode 2004 gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat, wurde auf europäischer Ebene auf eine Vorratsdatenspeicherung hingearbeitet. Hier wollen wir aber nicht die Schuld auf die EU abwälzen. Die Europäische Kommission hat das nämlich nicht verursacht. Nein, es sind deutsche Regierungsmitglieder gewesen, das heißt konkret die Innen- und Justizminister und die Europaabgeordneten der großen Fraktionen SPD und CDU, die auf EU-Ebene für eine rechtswidrige Vorratsdatenspeicherung gekämpft haben und dies vielleicht wieder machen wollen. Ein Gesetz, das 2004 in Deutschland von seinem Parlament, dem Deutschen Bundestag, abgelehnt wurde, wurde in Brüssel und Straßburg ohne Unterlass und mit einer unfassbaren Dreistigkeit weiterverfolgt. Das ist hinterhältige Politik, das ist demokratiefeindlich. Wir fordern Sie auf, SPD und CDU, hören Sie auf mit solchen Intrigen und halten Sie sich an europäisches Grundrecht und letztlich an den Willen der Bürgerinnen und Bürger. An dieser Stelle möchte ich auch einen großen Dank an die Menschen richten, die jahrelang für die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung gekämpft haben. Diejenigen, die andauernd die Verletzung unserer aller Grundrechte betont und die Ineffektivität der Maßnahmen verurteilt haben. Vielen Dank an diejenigen, die sich von den Überwachungsfanatikern haben beleidigen lassen und trotzdem nicht zurückgeschreckt sind. Es ist skandalös. Sie wurden als Feinde der Kriminalitätsbekämpfung beschimpft. Ihnen wurde nachgesagt, Sie würden Taten wie Kinderpornografie oder Terrorismus nicht aufklären wollen, gar gutheißen wollen. Eine Entschuldigung an diese engagierten Menschen gab es nach dem EuGH-Urteil bisher nicht. Schade.
Vielen Dank auch an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP, denn es war in der schwarz-gelben Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sicherlich Ihr Verdienst, dass eine Vorratsdatenspeicherung erstmal nicht wieder zu machen war. Die Redezeit. Ich komme zum Schluss. Die Grünen haben sich ja leider durch ihre Abstimmungen für die Vorratsdatenspeicherung hier in diesem Parlament unehrlich gemacht. Schade, wenn die eigene Integrität durch ihren Fraktionszwang in der Regierung verloren geht. Und deshalb werden sich die Richtigen hier in der Runde auch angesprochen fühlen, wenn ich mit den Worten ende. Wer hat uns bei der Vorratsdatenspeicherung verraten? Es waren nicht die Piraten. Dankeschön. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die Piraten hat sich Herr Kollege Herrmann noch einmal gemeldet. Er bekommt auch das Wort, hat eine Minute Redezeit und hat jetzt auch die notwendige Ruhe, um reden zu können. Vielen Dank. Herr Minister, es tut mir leid, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Und ich finde es unerträglich, dass Sie schon wieder mit einem Beispiel hier ankommen. Was Sie gebracht haben, eben das ist in meinen Augen Kindesmissbrauch, dass Sie diese Fälle instrumentalisieren, um eine Massenüberwachung hier durchzusetzen. Das finde ich unerträglich. Die Überwachung fängt mit der Aufzeichnung an. Das heißt, wenn die Daten aufgezeichnet werden, Sie argumentieren mit Nutzung, Daten werden immer irgendwie nützlich sein. Aber wir müssen einen anderen Weg finden, solche Fälle aufzuklären. Das ist übrigens auch der Kommission nicht gelungen, vernünftige Gründe für ein Fortbestehen der Vorratsdatenspeicherung zu finden. Die Polizei hat in anderen Ländern wunderbar Wege gefunden, auch in Deutschland übrigens, halt mit diesen Fällen umzugehen. Wir brauchen keine Massenüberwachung. Und dann schließe ich damit. Und wir werden hoffentlich noch mal den Fall erleben, dass wir Sie da aufklären. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.